Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Und man könnte meinen, hier wäre es unaufgeräumt, halte ich aber für ein Gerücht. Auf jeden Fall ist heute ein Paket angekommen. Ich habe schon leicht teilgeöffnet und dort hinten liegen böse Papiere, die höchstwahrscheinlich irgendwas Böses beinhalten, deswegen ich die nicht zeigen sollte. Und ich hoffe, dass es die einzigen waren und nicht drin noch mehr. Denn schlussendlich soll ich nach Äonen von Jahren auch mal einen PC haben, der nicht drei Stunden nur raucht, ohne den scheiß Browser zu öffnen oder so. Was sehr erfrischend ist. Okay, gut, die Grafikkarte fehlt noch. Und das sind die Einzelteile, die ich mir letztens bestellt habe. Genau. Und die will ich jetzt halt aufmachen. Und hier steht mein Gehäuse, das schon seit 2300 Äonen von Jahren hier rumsteht. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich so aussehen. Was hat sich die Marketingabteilung hier bitte gedacht? Was? Warum? Warum tut man sowas? Ich meine, das ist okay, das ist okay, das ist auch okay, aber das? Warum? Ach du Scheiße. Naja. Egal, das Gehäuse habe ich eh schon seit 2 Jahrzehnten, weil ich mir schon längere Zeit mal vorgenommen hatte, einen PC zusammenzubauen, was aber nie wirklich geklappt hat, da ich immer das Budget nicht hatte oder nicht gespart habe und dann kam halt irgendwann auch die Xbox One dazwischen. Und jetzt soll es endlich soweit sein, zack, dass ich, okay, fairerweise muss ich noch sagen, mir fehlt noch eine Grafikkarte. Für die hat mein monatliches Budget nicht mehr ausgereicht und da muss ich jetzt wohl warten bis zum nächsten Monat. Aber theoretisch sollte das Mainboard auch eine Onboard-Grafikkarte haben und deswegen, schauen, ist ja noch irgendwas Böses? Nee, nicht. Und deswegen höchstwahrscheinlich zumindest jetzt. Erstmal, also reichen auf jeden Fall nicht, weil es halt eine Onboard-Grafikkarte sind die Scheiße, aber ist zumindest bereit für die Inbetriebnahme. Genau. Da ich mir jetzt. Ich muss ja sagen, ich finde es ja lustig. Es gibt ja eine Firma, eine CPU-Lüfter-Lüfter-Firma, die hier eben Alpenföhn heißt und alle ihre CPU-Lüfter nach Bergen benennt. So wie Brocken und was haben sie noch? Ein Himalaya und egal, auf jeden Fall das Schlimmste war ein unglaublich schlechter Witz von dieser Firma. Es gibt nämlich einen Lüfter, also ein Berg, sollte ich vielleicht sagen, der heißt Groß Glockner. Also mit G, Glockner, wie die Glocke. Genau. Und Alpenföhn hat sich gedacht, wir machen einen CPU-Lüfter und weil CPUs ja mit Takten und Taktrate und Shit heißt ja im Englischen, glaube ich, alles irgendwas mit Clock. Also haben sie ihren Lüfter Groß Glockner genannt. Aha! Ja. Egal, auf jeden Fall, allein schon wegen dem Namen musste ich sie nehmen, weil ich es lustig fand. Alpenföhn. Warum nicht? Und ein Kumpel von mir hat gemeint, er hätte davon nichts Schlechtes gehört. Und deswegen, jo. Hehe. Die Packung ist ja gar nicht mal so groß. Und falsch herum. Windows 8.1, ja, von vielen gehasst. Von mir vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber da ich auch ein Windows Phone habe, dachte ich, ist es sicherlich sinnvoll mit den Apps und Shit. Weil da gibt es ja dann seit neuem auch so Universal Apps. Und dann kann ich auch ein paar der, die ich am Handy gekauft habe, auf dem PC verwenden. Brauche ich es wahrscheinlich nicht unbedingt, aber was man hat, na, keine Ahnung. Zu dem, meine, dann habe ich schon mal und eventuell bekomme ich ja auch noch das Windows 9 Upgrade kostenlos. Mal sehen, was sich Microsoft da denkt und dann sollte das schon passen. Was ist das jetzt hier? Das ist mein, oh mein Gott. Also richtig schwer ist es jetzt nicht, aber auf jeden Fall, oh, okay, es ist doch vergleichsweise schwer. Das scheint mein Netzteil zu sein. Ein Corsair-Dingens habe ich mir geholt, weil darum. Was ist das? Ach, das ist die komische. Nee. Ah, hier ist mein Arbeitsspeicher. Was auch sehr lustig ist, sind diese Namen. Ganz ehrlich, Ballistics ZZXXZXZZZX.
XZ, ZX, XXXZ, X. Habe ich schon mal X gesagt? Ich meine, wer nennt, warum? Das klingt wie so, wie es hätte man irgendwie so einen 12-Jährigen online gelassen und so. Ja, Mann, denk dir mal einen richtig coolen Namen aus. Wie wär's mit Ballistics? Aber hey. Okay. Und hier hängt irgendwie dran meine Wärmeleitpaste, wo ich mir nochmal extra welche gekauft habe, weil mir das geraten wurde, aber genau. 8 GB habe ich mir jetzt geholt, das wird schon passen, schätze ich. Es gibt zwar manch ein Spiel, das meint irgendwie, gerade vor allem mit Mods und so. Und ich bin für AMD gegangen. Warum? Weil die Prozessoren irgendwie verdammt viel billiger waren. Aber nee, jetzt ernsthaft, ich frage mich echt noch, wo. Irgendwo wird das Problem liegen müssen, weil das Ding hat einfach mal 150 € gekostet und war ungefähr von den, also von den Stats her genauso schnell wie ein 300 Intel-Teil. Und ich meine, 150 € irgendwo musste der Unterschied liegen. Weil, hallo, ich meine, bla 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 bla, stehen hier alles. Ich würde mich gerne mal interessieren, ob hier noch irgendwo die Stats stehen. Da. 4 GHz, 16 Total Cage, aber. Okay. Mich würde vor allem hauptsächlich mal interessieren, wie viele Kerne der hat. Weil online stand 8, aber ich schätze, dass das nur virtuelle sind und er höchstwahrscheinlich Quad-Core ist. Da get up to 8 cores in your system and take your game, bla bla bla. Fully load, bla bla bla, Multitask, bla bla, unclocked, bla 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 bla. Achieve, Ultimate Power, bla 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 bla. Overclock User, bla 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 bla, Combine, bla 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 bla. With, oh, okay, das ist natürlich cool. Ja, dann sollte ich das vielleicht tun. Muss ich schauen, wenn ich eine Grafikkarte kaufe. Noch habe ich ja keine. AMD, bla. Egal. So, das war das. Ups, tut mir leid. Du armes Ding. Und das ist jetzt hier mein Mainboard. Auch dieser Name. Sabertooth 990 FXR 2.0. Ehrlich jetzt, Leute? Wirklich? Ehrlich? Euer fucking Ernst? Nein! Also, ich meine, man kann es auch übertreiben. So, mal sehen, was haben wir jetzt hier noch? Irgendwie Boxen. Wie geht der Scheiß auf? Hä? Öffne dich, Sesam, öffne dich, fucking Shizzle McGrizzle. Kann man das hier irgendwie durchdrücken? Nein, auch nicht. Ah, okay, ich glaube, ich weiß wie. Fail. Sehen, was ist hier drin? Warte mal, was ist denn das? Was bist du? Siehst aus wie ein Festplattenteil, aber ich dachte, die Festplatte wird das. Nein? Ach, das ist dann das Laufwerk. Dann ist das hier die Festplatte. Okay, gut. Die sollte ich vielleicht nicht so arglos rumwerfen. Festplatten sind empfindlich und shit, habe ich gehört. Mache ich das lieber wieder zu. Geh zu, verdammte. Wer weiß, ich schaff's höchstwahrscheinlich eh noch, alles zu schrotten. Somit ist das das erste und das letzte Mal, dass man meinen PC sieht. Oh Mann. Nicht den Teufel an die Wand malen, nicht den Teufel an die Wand malen. Ja, Festplatte habe ich mir eine Hybrid-HDD gekauft, weil ich weiß nicht. Also wie heißen die nochmal, SSDs oder so, nein? Diese Flash-Laufwerke, die sind schon nicht schlecht und sie bringen auch einen Boost, aber ehrlich gesagt, der Preis rechtfertigt sich für mich noch nicht wirklich. Und das ist dann mein Billiglaufwerk. Ich meine, Laufwerke braucht man heutzutage eigentlich eh nicht mehr. Wann habt ihr das letzte Mal irgendeine CD in euren Rechner geschoben? Ganz ehrlich, alle Games lädt man über Steam runter. Das Einzige, wofür man noch ein CD-Laufwerk oder ein DVD-Laufwerk braucht, ist, um Windows zu installieren. Das war's dann. Weil für mehr, naja. Genau. Bam. Somit bleibt hier nur noch Trash zurück. Trash. Ja, und das war dann eben jetzt mein Rechner und ist vielmehr immer noch.
Und ich hoffe, er bleibt so für mich. Egal, ich wollte noch ganz kurz was zur Festplatte sagen. Das habe ich, ist so eine Hybrid-Festplatte, das heißt, die hat so einen kleinen SSD oder so, wie das heißt, da ist so einen kleinen Teil in ihrer Festplatte drin und der Rest ist normale Festplatte. Und dann, wenn du halt irgendwas öfters benutzt, dann lädt die das in diesen anderen Teil rein und dort lädt der schneller und shit. Genau. Und ich glaube, das ist sinnvoll, weil es einfach vom Preis besser ist und dann vielleicht auch ein paar Vorteile von einer von so einer von so einem Flash-Laufwerk, nein, ich glaube, es ihr wisst schon, mitbringt. Und genau. Du bist heute zusammengebaut, hoffe ich. Du bist heute installiert, hoffe ich. Ja, und dann sollte ich es auch mal endlich schaffen, mehr und schneller Videos zu machen, weil ihr wollt nicht wissen, wie das an meinem jetzigen oder es ist ja nicht mal meiner, sondern am Laptop meiner Mom ist. Es ist nicht lustig. Ich brauche für alles eigentlich dreimal so lang wie normal, weil Firefox, man startet Firefox, keine Rückmeldung. Du öffnest deinen Tab, keine Rückmeldung. Du machst irgendwas, keine Rückmeldung. Du schaust ihn schief an, keine Rückmeldung. Alles spackt und scheißt ab. Ich meine, gut, es ist auch an diesem Laptop da drüben ist Vista seit 7 Jahren aktiv, ohne neu installiert zu werden. Vista hat gewütet. Niemand hat es gestoppt. Dementsprechend viel hat es zerstört. Es hat sich selbst so langsam, dieser Rechner müsste sowas von neu installiert werden. Aber dafür bräuchten wir eine Vista-CD und da das Vista-Zeug schon vorinstalliert drauf war. Ja, lohnt sich jetzt zumindest für mich nicht, eine Vista-CD zu kaufen, sofern es überhaupt noch sowas noch gibt. Genau. Das finde ich übrigens ein tolles Feature, soweit ich weiß, kann das nämlich Windows 8. Und zwar ist es ein automatischer Reinstall-Button. Da klickst du drauf und dann installiert es sich automatisch selbst neu. Das ist cool. Das ist ziemlich cool. Man kann dann auch wählen, ob man eine Installation haben will, wo alles gelöscht wird oder wo ein paar Daten übrig bleiben. Also, fail, wo halt die persönlichen Daten übrig bleiben oder wo alles halt gewiped wird. Und das ist an sich echt nicht schlecht, weil man das ja machen kann, wenn es hier. Oh. Oh, ich habe einen neuen Follower auf Twitter. Ich bin so fame. Egal. Das hat mein Handy mir gerade gesagt. Da hinten liegt irgendwo noch mein iPod rum. Und auf meinem Handy kam die Benachrichtigung. Egal, 12 Minuten schon wieder. Ich bin weg. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Und ihr könnt mir sagen, warum AMD so viel billiger ist. Ich verstehe es nicht.